Vor über 4 Jahren beginnt Greta Thunbergs Kampf für den Klimaschutz ganz klein in Stockholm. Schnell wird aus Fridays for Future eine internationale Bewegung, der sich Millionen von Jugendlichen und Erwachsenen anschließen. Bis heute demonstrieren sie regelmäßig für den Klimaschutz. Thunberg wurde zu dem Gesicht einer ganzen Generation. Mit dem Stern hat sie jetzt über ihr neues Leben in Schweden gesprochen. Die 19-Jährige wohnt inzwischen in einer Dreier-WG in Stockholm. Ein eigenes Bett hat sie nicht, sie schläft auf dem Sofa. Dem Stern erzählt sie, wie sehr sie das Leben dort verändert hat. Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist. Ich bin von jemandem, der nie spricht, zu jemandem geworden, der kaum noch die Klappe hält. Noch immer ist Greta das Gesicht und die Vorreiterin einer beispiellosen Bewegung. Dass so viel Verantwortung auch Druck bedeuten kann, wird für die 19-Jährige schon mal zum Problem. Vor allem, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ich sitze einfach da und denke nach. Manchmal werfe ich auch eine Münze oder frage Leute ohne Kontext, ja oder nein. Es fällt mir sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Die wichtigste Entscheidung hat Greta aber schon vor Jahren getroffen, sich mit aller Kraft für den Klimaschutz einzusetzen.